Spätherbstliche Stimmung in einem Naturschutzgebiet, aber nicht irgendeines. Es liegt auf einer Schule in Sheffield. Dies ist das erste begrünte Dach in Großbritannien, das den Sonderstatus wegen seiner Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt genießt. Und es ist ein perfekter Ort zum Lernen. It's got a lot of nature in it. Es gibt hier viel Natur. Es gibt Pflanzen, Käfer und Lebewesen. Es ist ein schöner Ort, an den jeder kommen kann. Die Schule sammelt über das Dach auch Regenwasser und nutzt es zur Gebäudedämmung. Die Schüler lernen hier spielerisch etwas über Natur und Umwelt. Wenn man mit den Kindern zusammensitzt, merkt man, dass sie ziemlich viel von hier mitnehmen. Sie gehen nach Hause und sprechen dort mit ihren Eltern darüber, zum Beispiel tropfende Wasserhähne zuzumachen oder den Bioabfall auf den Kompost zu geben und ihn so zu nutzen. 120 begrünte Dächer gibt es in Sheffield schon. Das ist mehr als in jeder anderen britischen Stadt, mit Ausnahme Londons. Auf Innenstadthäusern ebenso wie auf diesem Bauernhof. Das Grün auf den Dächern hat noch einen weiteren positiven Effekt. Es sorgt dafür, dass sich die Stadt weniger aufheizt. Sogenannte Hitzeinseln werden eingedämmt. Wir haben nachgewiesen, dass Sheffield im Vergleich zu Manchester die Auswirkung der innerstädtischen Hitzeinseln reduzieren konnte. Grund ist die große Anzahl von Grünflächen. Die begrünten Dächer tragen dazu viel bei. In der Zukunft will die nordenglische Stadt noch grüner werden. Eine gute Nachricht für die Schüler und für die Natur über ihnen.